So, es folgt eine Produktion von, ups, von Radio Weser TV, oh, großen V, aus dem Studio Norden. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Blick ins Sendegebiet. Und wir blicken heute bei strahlendem Wetter in unser Sendegebiet hier in Bud Jading und sind an meinem gefühlten Lieblingsort in Bud Jading gelandet, am Hafen Feddervater Sihl. Diejenigen, die hier öfter im Sendegebiet zu Hause sind, beziehungsweise die hier öfter mal zu Besuch sind, die werden diesen schönen Hafen natürlich kennen. Möglicherweise kennen sie aber nicht das Nationalparkhaus Feddervater Sihl. Und das, obwohl wir schon diverse Male hier vor Ort waren. Und heute sind wir wieder hier bei dem Nationalparkhaus aus einem guten Grund. Denn die Dauerausstellung ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Und jetzt gibt es eine neue. Heute wird sie feierlich eingeweiht. Und die beiden Gastgeberinnen, die beiden Hausleiterinnen, Frau Ehn und Frau Seifert, die werden uns gleich natürlich ein bisschen was zur neuen Dauerausstellung erzählen können. Aber auch prominenter Besuch hat sich angekündigt. Natürlich wird die Bürgermeisterin Bud Jadings, Frau Korter, mit vor Ort sein und diese Ausstellung eröffnen. Und wir dürfen natürlich auch nicht fehlen. Radio Weser TV, Ihr Bürgersender aus Nordenham. Und ich hoffe, Sie bleiben bei dieser kleinen Sendung mit dabei. Ja, nun habe ich die beiden Damen hier, die uns gleich ein bisschen durch die Ausstellung führen werden und die mir gerade schon verraten haben, hoffentlich sieht man uns die Müdigkeit nicht so an. Das heißt, wir haben also bis zuletzt an der Umsetzung der Ausstellung gearbeitet und gewerkelt? Ja, natürlich. Also ich glaube, die letzten Handwerker haben wir gestern so gegen 0 Uhr aus dem Haus geschmissen. Aber jetzt heute Morgen pünktlich wieder fit, um die Ausstellung eröffnen zu können. Die Ausstellung, die davor war, die Dauerausstellung, die war ein bisschen in die Jahre gekommen. Jetzt war es an der Zeit, die Ausstellung ein bisschen aufzuhübschen, aufzubessern. Was sind denn die wichtigen Punkte? Was ist denn konkret an der Ausstellung verändert worden? Wo sind die richtigen Kernpunkte? Was ist neu? Alles. Also wir haben wirklich die komplette alte Dauerausstellung rausgeräumt aus dem Haus im Oktober und November letzten Jahres und haben einmal über die 3 Etagen eine komplett neue Ausstellung eingebaut. Die Themen sind ähnlich geblieben. Wir wollen die Wechselwirkung zwischen Natur und Mensch, zwischen Natur und Kultur in Bud Jading zeigen. Wir haben aber manche Themenpunkte erweitert und andere neu hinzugenommen, wie zum Beispiel Müll im Meer als ein aktuelles Thema. Ja, und ansonsten alles. Wir haben uns vor einigen Monaten ja zum Fair Talk getroffen, wo Sie ein bisschen was über das Haus erzählt haben und natürlich über die anstehenden Veränderungen. Und Sie haben auch vor allen Dingen darüber gesprochen, dass die Bevölkerung ja mit einbezogen werden soll. Das ist Ihr Nationalparkhaus und Sie sollen selber ein bisschen mitentscheiden, welche Themen relevant sind. Was sind denn für Vorschläge gekommen, die auch tatsächlich jetzt sich in der neuen Dauerausstellung so wiederfinden? Also wir hatten ja diese Bürgerkonzeptstunden, wo viele gute Vorschläge auch kamen. Unter anderem die regionalen Bezüge sehr stark mit drinne zu haben. Und das ist jetzt auch in der Ausstellung vorhanden. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine lokale Fischerfamilie, die wir groß in der neuen Ausstellung, die schon seit vielen Generationen hier als Fischer tätig ist, die da auftaucht. Wir haben verschiedene Leute interviewt hier aus der Region und so die Region auch ein Stück weit mit ins Haus geholt. Wenn Sie jetzt auf die neue Ausstellung gucken, wir haben im Vorfeld schon gesagt, so ein bisschen auch mit Stolz drauf gucken, was ist denn das Kernstück? Was ist denn sozusagen das Highlight oder der Eyecatcher, wie man immer so schön neudeutsch sagt, von der neuen Ausstellung hier bei Ihnen im Hause?
Also ich finde, der Einstimmungsraum ist ein besonderer Eyecatcher. Wir haben den alten Pferdestall umgestaltet zu einem relativ inhaltsfreien Einstimmungsraum, wo der Besucher erstmal ankommen kann, in dem Haus sich niederlassen kann, in entweder bequemen Sitzsäcken oder auf bequemen Hockern und Großbilder von Butjading auf sich wirken lassen kann. In demselben Raum stehen unsere Aquarien. Es gibt eine Geräuschkulisse, das heißt, ja, es ist ein Raum zum Wohlfühlen und in die Landschaft gucken und die Schönheit und die Faszination der Landschaft, die wir hier haben, zu genießen. Welche Bedeutung würden Sie diesem Ort zumessen? Wir werden natürlich gleich auch noch mit den politischen Entscheidungsträgern hier sprechen, die das sicherlich aus Ihrer Sicht auch nochmal sagen, welche Bedeutung so ein Ort für die Region hat. Wie würden Sie als Hausleiterin die Bedeutung Ihres Hauses für die Region beschreiben? Natürlich als sehr gut und sehr wichtig. Wir haben bislang schon jedes Jahr mit der alten Ausstellung über 14.000 Besucher erreicht und hoffen natürlich, dass sich das auch noch verstärkt. Und natürlich, jede Region braucht Kultur. Das macht eine Region lebenswert. Ja, und da trägt natürlich ein Nationalparkhaus-Museum wie unser Haus wesentlich mit dazu bei. Wir denken, dass wir auch viel für Schulklassen zum Beispiel bieten können. Für die einheimische Bevölkerung ist jetzt viel Neues eben auch durch die neue Ausstellung mit dazugekommen. Und für die Touristen in der Region sowieso, die sind ja bisher schon eine große Zielgruppe für uns gewesen. Also insgesamt für die Region das Haus eine große Bereicherung jetzt auch mit der neuen Ausstellung. Das wäre nämlich auch noch die Frage gewesen, mit welchen Wünschen sozusagen Sie jetzt nicht nur in diesen heutigen Tag gehen, sondern dann natürlich in die kommenden Wochen, wenn auch die Bevölkerung hier dann hoffentlich zahlreich erscheinen wird. Das haben Sie im Grunde genommen schon gesagt, trotzdem vielleicht nochmal nachgefragt, auch bei Ihnen, Frau Ehn, mit welchen Wünschen ist dieser Tag behaftet sozusagen, die offizielle Eröffnung? Zum Ersten mit viel Freude und Zufriedenheit. Und für uns ist ganz wichtig, dass die Butjenta das sehen, dass die Butjenta selber auch kommen, sich stärker an das Haus binden und wahrnehmen, was unser Ziel war, nämlich die Butjenta sehr stark in das Haus zu integrieren. Nicht in Anführungsstrichen nur die Landschaft zu zeigen, sondern auch die Menschen, die hier leben. Frau Korte, ich habe gerade in der Anmoderation gesagt, ich befinde mich hier an einem meiner Lieblingsorte in der Wesermarsch. Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen das als Bürgermeisterin Butjadings ähnlich geht, dass Fedderwadersiel schon eine ganz besondere Stellung hat, oder? Das stimmt. Der Fedderwadersiel war für mich immer schon ein ganz besonderer Ort. Ich hatte ja schon immer früh mit dem Hafen zu tun. Heute haben wir die große Chance, hier ein Nationalparkhaus mit einer neuen Dauerausstellung zu eröffnen. Das ist natürlich ein Freudentag für Butjading. Genau. Welche Bedeutung hat dieses Haus tatsächlich für Butjading? Es hat ja schon eine lange Tradition. Die alte Ausstellung ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber hat ja viele Besucher Jahr für Jahr hierher gelockt. Jetzt kommt eine neue Ausstellung. Zwei Fragen. Zum einen, was hat dieses Haus grundsätzlich für die Region hier für eine Bedeutung? Und mit welchen Hoffnungen geht man jetzt an diese neue Dauerausstellung? Die Besucher und auch die Einheimischen interessieren sich ja immer mehr für das UNESCO-Weltnaturerbe Niedersächsisches Wattenmeer. Und da soll auch die Ausstellung, die neue Dauerausstellung, mehr darüber informieren und mehr Bezüge zur Region herstellen. Da wird jetzt insbesondere die Geschichte und die aktuelle Fischerei aufgearbeitet. Es wird auf den Langenwader Groden verwiesen mit dem Naturerlebnispfad. Und das sind eben Bezüge, die auch jetzt in die Realität reinreichen. Und das, was die Touristen und auch unsere Einheimischen hier erleben können. Dazu kommt noch, dass die Fischereigeschichte jetzt anhand von Personen dargestellt wird. Das ist ein ganz anderer Zugang, wenn man den Fischer oder die Fischersfamilie auch treffen kann und bei der Arbeit sehen kann. Das ist ein ganz neuer Zugang und ich hoffe, dass wir für die Gemeinde und natürlich für unsere auch für den Förderkreis, der das Museum ja trägt, viel höhere Besucherzahlen erreichen und dass die Gäste interessiert die Ausstellung besuchen und auch gerne wiederkommen nach Fedderwadersiel. Ist es für Sie heute jetzt auch das erste Mal, dass Sie die neue Dauerausstellung sehen oder konnten Sie schon einen Blick hinter die Kulissen werfen und können schon sagen, dass das Ganze sehr gelungen ist, was da passiert ist?
Also wir haben schon oft geguckt, wir haben viele Diskussionen geführt. Also eine Ausstellung ist ja eine Mammutaufgabe. Das muss man sich ja mal wirklich überlegen, was dahinter steht, mit einem ehrenamtlichen Vorstand eine Ausstellung zu organisieren, mit einem solchen Finanzvolumen und dazu den Mut zu haben und dann die ganzen kleinen Baufortschritte. Und dann gibt es ja auch immer mal einen Rückschlag. Wir haben das von der Gemeinde eng begleitet, weil wir ja auch den Fahrstuhl und den barrierefreien Zugang geschaffen haben und auch viel am Haus saniert haben im Zuge der Ausstellungserneuerung. Und das war schon eine ganz spannende Herausforderung zu sehen. Und ich finde, es ist gelungen, aber das Endprodukt habe ich jetzt noch nicht gesehen, so wie es heute ist. Das letzte Mal habe ich letzte Woche Mittwoch geguckt. Was mussten denn auch für bauliche Änderungen, Sie haben es gerade gesagt, vorgenommen werden, um es zum Beispiel barrierefrei zu machen, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Was musste da alles so organisiert und getan werden, auch von der Gemeinde? Ja, die Gemeinde hat sich um den Einbau eines Fahrstuhls gekümmert und einen barrierefreien Eingangsbereich. Das heißt, die Türen kann man jetzt auch eben als Rollstuhlfahrer öffnen. Die Ausstellung selbst ist barrierearm, hat auch Blindenzeichen, Sehbehindertenschrift zum Teil und hat auch versucht, auch einfache Texte zu vermitteln. Das ist aber Aufgabe des Förderkreises. Die Gemeinde hat, wie gesagt, den Fahrstuhl einbauen lassen, die barrierefreien Eingangssituationen geschaffen. Wir haben die gesamten Brandschutzeinrichtungen erneuern müssen für viel, viel Geld, weil das musste mit der Neueröffnung wieder alles auf den neuesten Stand gebracht werden. Wir haben die elektrische Anlage erneuert und einen Anstrich durchgeführt und kleine Reparaturen, sodass wir ungefähr 140.000 Euro für Brandschutz und Reparaturen ausgeben mussten und ausgegeben haben. Und dazu den Fahrstuhl, der uns aber... Der kostet auch ungefähr 140.000 Euro, aber dafür bekommen wir ca. 85% Landesmittel aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds, weil die neue Ausstellung intensiv auf die Fischerei eingeht. Die natürlich hier eine große Bedeutung immer gehabt hat. Ja. Die Bedeutung ist natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen anders geworden und das hat sich verschoben. Die Situation für die Fischer ist nicht eben einfach geworden. Ist es gerade deshalb auch so wichtig, dass in einer Ausstellung sich mit dieser Geschichte, auch mit der ganz aktuellen Situation und der aktuellen Geschichte der Fischerei hier in der Region auseinandergesetzt wird? Das ist ja auch eine Werbung für die Fischerei und für das frische Produkt, was hier angelandet wird. Und insofern ergänzt sich das ganz toll. Wir haben da in der Ausstellung den Hafen, das Diorama mit den Fischkuttern, wie sie früher dort im Hafen lagen. Und wir haben, wenn man aus dem Fenster guckt, die aktuell dann vor Ort im Hafen liegenden Fischkutter. Man kann über eine Familie die Geschichte dieses Berufes und die Details zu dem Beruf auch erkennen, wie das früher war und wie heute gefischt wird. Und es wird natürlich auch über die Probleme der Fischerei informiert in der Ausstellung und auch zum Beispiel über Meeresverschmutzung durch Müll. Das sind ja alles aktuelle Themen und ich hoffe auf diese verschiedene Weise, wie jetzt die Ausstellung das vermittelt, dass auch jeder seinen Zugang da findet, sich mit einer Thematik besonders zu beschäftigen. Ja, Herr Jungwirth, Sie als erster Vorsitzender des Fördervereins des Museums sind wahrscheinlich auch heute ein bisschen stolz, dass es jetzt nach so vielen Jahren eine neue Dauerausstellung gibt und Sie die heute feierlich eröffnen können, oder? Ja, wir sind froh, dankbar und stolz, dass wir das geschafft haben, diese Ausstellung neu zu konzipieren, auch nach neuen musealen Regeln aufzustellen. Die letzte Ausstellung war von 1994. Und war doch etwas angestaubt und in die Jahre gekommen. Und wir haben auch häufig gehört, also wir haben sehr viele Gäste hier, Besucher. Wir sind das besucherstärkste Museum in der Wesermarsch mit ca. 14.000 Besuchern im Jahr. Es waren schon mal mehr. Und wenn man auch mit Gästen gesprochen hat, die häufig hier waren, die haben gesagt, Museum war ich schon. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und das hat uns an und für sich dann veranlasst, oder beziehungsweise unsere beiden Hausleiterinnen, die von einem großen Museum aus Münster kommen, im Landesmuseum in Münster, haben die beide gearbeitet und auch eine riesen Ausstellung dort auf die Beine gestellt. Die haben immer Power gegeben, haben gesagt, wir müssen hier was Neues haben. Wir haben dann 2016 einen komplett neuen Vorstand bekommen. Der alte Vorstand war jahrzehntelang im Dienst. Und wollten das auch gerne in jüngere Hände geben, haben vielleicht auch ein bisschen das gescheut, die,
diese große Investition. Also hier ist etwa eine Dreiviertelmillion Euro sind hier verbaut worden. Das ist schon eine Menge Geld, vor allen Dingen für so einen kleinen Verein, der nichts in der Kasse hat. Also wir haben immer gesagt, wir machen jetzt Känguru, große Sprünge und nichts im Beutel. Und also ich habe das gestern auch das erste Mal richtig gesehen. Ich finde es einfach toll. Einfach richtig gut, toll. Also unsere Damen haben da das Beste gegeben und wir sind also einmal den Geldgebern, die hier investiert haben, sehr dankbar, sonst wäre das nicht gelaufen. Und wenn man nicht vergessen darf, das ist die Frau Bürgermeister Ina Korter, die uns in jeder Lage, auch wenn wir mal ganz down waren und haben gesagt, also das kriegen wir nie finanziert, unter die Arme gegriffen hat, beziehungsweise uns unterstützt hat, noch wieder irgendwo einen Kanal aufgemacht hat, wo Geld kommen konnte. Einfach super. Ich bin rundum glücklich. Das merkt man und wir wünschen natürlich ganz viel Erfolg, dass die Besucherzahlen nicht nur gehalten werden können, sondern möglicherweise mit der neuen Ausstellung nochmal wieder explodieren, weil alle, die jetzt schon mal drin waren und das für gut befunden haben, die kommen jetzt natürlich zur neuen Ausstellung wieder. Ja, wir haben, das ist so mein Eindruck hier in der Gemeinde Budjading, nicht so die Akzeptanz gehabt. Das mag irgendwo in der Vergangenheit liegen, ich möchte da nicht ins Einzelne gehen. Aber wir versuchen auch heute Nachmittag mit dem Tag der offenen Tür, kostenloser Eintritt, die Leute ins Haus zu bekommen, zu zeigen, was in Fedderwalder Seel los ist und dass es sich lohnt, hierher zu kommen und auch Besuchern das anzupreisen und zu sagen, fahrt mal nach Fedderwalder Seel. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert, entweder zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto, wie auch immer, oder mit dem Schiff. Ja, welche Bedeutung das Museum nicht nur für die Region hat, sondern durchaus auch im Land genießt. Das merkt man daran, dass wir hier heute zur Eröffnung hohen Besuch haben. Herr Dutz ist da aus Hannover. Eigentlich kommen Sie aus Südniedersachsen, sind jetzt als Staatssekretär hier. Sie haben gerade schon gesagt, der Herr Lies wäre tatsächlich ganz gerne selber gekommen. Ja, ich habe heute Morgen mit Herrn Lies natürlich schon gesprochen. Wir haben ja morgens eine Lagebesprechung. Und als ich ihm sagte, dass ich ja heute hier hochfahre, da fiel ihm das auch wieder ein. Und da guckte er ganz neidisch und sagte, Mensch, so ein schönes Wetter, du kannst an die Küste fahren. Er hätte das natürlich gerne gemacht. Aber wir haben Plenumswoche in Hannover und da ist es diesmal nicht möglich. Ich mache es aber gerne hier. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, Sie sind tatsächlich schon mal auch in diesem Hause gewesen und haben die alte Ausstellung gesehen. Ja, ich habe auch die alte Ausstellung schon mal gesehen. Ich war mit der Familie mal hier oben Urlaub machen. Ich habe, als ich hier rauskam und ausgestiegen bin, habe ich gedacht, ja, hier war es schon mal. Ich hätte es vorher nicht so beschwören können, aber man erkennt es wieder. Wenn man einmal hier gewesen ist, ist ein ganz markantes Gebäude. Und dann kommt ja auch einige Erinnerungen wieder. Also das war so. Habe ich schon mal gesehen. Ist sehr schön hier. Die neue Ausstellung haben Sie natürlich noch nicht gesehen. Die werden Sie jetzt heute zu Gesicht bekommen. Aber grundsätzlich, wie wichtig sind genau diese Ausstellungen, wie wichtig sind die Nationalparkhäuser? Also ich glaube, dass sie in ihrer Bedeutung gar nicht unterschätzt werden können. Das ist so, dass wir hier ja eine einzigartige Kulturlandschaft haben mit dem Wattenmeer, ein Weltkulturerbe. Wir werden diese Woche noch, wenn ich auch noch in Leeuwarden sein, in den Niederlanden, da wird es eine trilaterale Regierungskonferenz geben, auch zum Schutz des Wattenmeeres. Alle 4 Jahre tagt diese Konferenz und da sieht man schon, das ist ja eine Bedeutung, die weit auch über Niedersachsen hinausgeht. Dieses Weltkulturerbe ist ja ein Geschenk hier für die ganze Nordseeküste und das ist natürlich etwas, was von der Touristik her angefangen, aber natürlich auch von der Sache her. Das ist eine einzigartige Naturlandschaft mit einer einzigartigen Flora und Fauna. Und das gilt es zu bewahren. Und natürlich, gerade weil wir hier auch in einer Gegend sind, die natürlich auch vom Meer lebt und von den Möglichkeiten lebt, da bin ich bei den Häfen. Hier gilt es auch immer natürlich, einen Ausgleich herzustellen zwischen den Belangen, die ein solches Juwel einfach mit sich bringt, um es zu bewahren. Und auf der anderen Seite natürlich auch, die Menschen leben und wirtschaften und müssen eben natürlich auch mit dieser Natur zusammen wirtschaften können. Und Ökonomie dazu zu denken, das ist, glaube ich, etwas, was man in den Bezügen sehr gut auch den Menschen nahebringen kann. Und das Verständnis für den Stellenwert von Naturschutz, das macht man mit solchen Häusern. Denn viele
Viele sehen irgendwo auch immer Naturschutz als etwas eher Belastendes. Es sei denn, man ist im Urlaub unterwegs, da ist man etwas offener im Herzen und viel freier zugänglich für solche Zusammenhänge. Ich finde das eine ganz wichtige Einrichtung, die wir hier haben. Definitiv. Und der Standort ist auch ein besonderer, weil der Standort hier genau an einem Hafen ist. Ja. Zum einerseits hat man das Weltkulturerbe Wattenmeer vor der Tür, man hat aber auch die Hafenwirtschaft vor der Tür. Ist das auch gerade ein Faustpfand, was dieses Haus so besonders macht, dass es hier auch in diesem alten Kutterhafen zu Hause ist? Ja, ich glaube, es ist ja ein altes Zollhaus, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Und in der Tat, das zeigt ja, dass wir hier nicht irgendwo, wie soll man sagen, wir sind ja schon in einer Kulturlandschaft und da gehören Häfen, gehören solche Einrichtungen dazu. Und ein altes Zollhaus ist eigentlich ein wunderbares Symbol dafür, dass hier Wirtschaften und Natur in diesem Haus eine Symbiose eingehen. Das ist doch prima. Die offizielle Eröffnung der neuen Dauerausstellung im Nationalparkhaus in Federvadasiel ist gerade zu Ende gegangen. Die neue Ausstellung, auf die sich nicht nur die Leiterinnen freuen, sondern natürlich die ganzen Mutjadinger, ist heute eröffnet worden und jetzt für die Öffentlichkeit zugänglich. Heute gibt es noch den großen Tag der offenen Tür. Und dann werden hoffentlich die Besucher in Scharen hier nach Federvadasiel strömen, wo man ja wirklich das Museum hat. Aber die reale Geschichte der Fischerei und natürlich auch das Weltkulturerbe Niedersächsisches Wattenmeer quasi vor der Haustür. Wir genießen jetzt auch noch den Blick aufs Meer hier in Federvadasiel und hoffen, Sie haben unsere kleine Reise in das Museum auch genossen und sind beim nächsten Mal wieder dabei. Wer weiß, wohin uns dann unsere Reise führen wird. Machen Sie es gut und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!